Du bist eh da. Einer hat definitiv eine Waffe. Kennst du meine Gravia? Haben alle eine Waffe. Ach, haben sie wieder welche? Ja, ob dann gibt's halt mal ein schönes Gefecht. Also wie gesagt, 1, 2, 3, 4 normale Tempels. Kannst du die markieren? Die stehen überall. Gravia, direkt beim Drogendealer. Ja. Also die Handschuhe beim Drogendealer. Ja. Ja, die sind da. Die verkaufen gerade. Ja, ja, dann vor mir. Da müsst mal irgendwo ein bisschen... Wow. Ja, da steht auch die Containerbox von dem einen Tarn auf jeden Fall. Was ist los? Der repariert schnell. Der ist zwar noch gut, aber... Der Taro hammert links neben uns. Für später brauchen wir vielleicht einen guten. Ja, die verkaufen wahrscheinlich für ihn. Oder? Ja, nicht für ihn, aber der wird wahrscheinlich einfach spotten. Alter, der Hummingbird, Junge. Wow. Oh ja. Ui, knapp. Wer macht Ansage, Jungs? Der fragt. Ja, ich würde gerne im Ifrit sitzen bleiben. Ich würde gerne im Ifrit sitzen bleiben. Ja, als Fahrer die ist es sinnvoll, wenn ich nicht als erstes... Okay, jetzt sind sie alle, jetzt fahren sie alle. Wohin? Speedy. Richtung. Fahren die Straße weiter hoch. Also andere Richtung. Ja, Richtung Kabbala halt, wie vom Airfield da die Straße. Aber halt beim Drogendealer. Die fahren nach Atira. Jetzt, kommen ja, die kommen Offroad. Entgegen, oder? Nee. Nee, die fahren andere Richtung. Die fahren. Der eine Atira. Ist von unsere Richtung. Stopp, da ist doch einer. Stopp, rechts, ihr habt doch welche. Rechts! Alter, der Hummingbird, ey. Wer ist denn der Hummingbird? Eine ihr habt Leute? Zwei Leute, ihr habt zwei Leute, ihr habt zwei Leute. Ihr habt zwei Leute. Disablen, oder? Beide dieselben. Ja, aber... Ich würde sagen, wir nehmen erst den ersten, der hat Rest, mehr geladen. Der Rest haut ab, der Rest haut ab, der Rest ist abgehauen. Alter, richtig Action, ey. Wir verirren. Ah, ja, der mich, lässt nie durch. Wie er mich rammen will, der Wichse. Ihr habt einen Hummingbird über euch? Oh. Der kriegt dich aber nicht dieselben. Wollt ihr rausspringen, wenn ich vor den fahre? Ja, das ist Sinn und Zweck. Oh, wow, nicht so. Er ist vor dem, ihr Vollidioten. Ich bin platt. Lol. Mein Gott, ey. Trotzdem Platz. Wie Platten? Ja, dann steig ein. Oh, habt ihr einen Platten oder was? Steig ein, Jungs, steigt ein. Ein Wort verstanden. Ein, einsteigen. Ich bin drin. Boah. Bist du drin? Von. Nee. Jetzt hat. Mal weiter, Staubs. Geradeaus. Geradeaus, weil. Ja, gut, wir haben jetzt eh Radar. Ja, ganz normal, ganz normal weiterfahren. Ganz normal weiterfahren. Die Straße. Klar, aktive Verfolgung, alles cool. Ganz ruhig bleiben. Es ist keiner in der Nähe. Außer ein Hummingbird in der Luft, der aber nichts machen kann. So und kippen da. Das Ding ist. Ich bin bloß schauen, dass wir jetzt zum ATM kommen. Ja. Doch, du darfst sie trotzdem überfallen. Das ist eine aktive Verfolgung. Ja, dürfen, wenn sie aber eins haben, dann dürfen die nicht. Ja, direkt niederschlagen. Direkt dürfen die nicht. Die dürfen ja nicht. Ja, solange das Ding ins RP aktiv ist und geschossen wird, da dürfen sie nicht eins haben. Also, wie gesagt, wenn sie eins haben, versuchen einzuzahlen, direkt erschießen, würde ich sagen. Ja. Weil, dann ist RP vorbei, ja, sowieso. Bleib stehen! Bleib stehen! Ja, das mit dem Stehenbleiben, das musst du noch üben. Ich lege nämlich schon wieder unterm Haus. Ja, gut, dann nochmal rein. Wieder rein? Ja, hol mich vorne ab. Pass, ey, den Tempest! Was mit dem Tempest-Fahrer hinter Leute, euch? Egal. Ich hab grad eine Nachricht von GSG Pascal von Bucht. Ich dachte, von 06 ist Überfall. Oh, überfahren, wir werden euch überfallen. Steht ein Überfall? Wir haben noch kein Überfallverbot darin, 06, oder? Das machen wir mit Absicht, oder? Das Überfahren mit dem Wichs. Ja, das war aber weiter. Eigentlich darf das. Ne, jetzt, ja. Ja, wenn er direkt im Weg steht, mit Absicht, aber sonst darf er es eigentlich nicht. User joined your channel. Moin. Also, die schreiben mich hier an, von wegen Überfallverbot oder so. Ja, ja, moin, ich bin grad. Ich bin grad hier. Irgendein Gerücht. Ich bin grad hier. Aufpassen, der fährt bestimmt gerade das durch. Einer von denen, ich bin gerade hier bei euch im Channel, hi. Einer von wem? Von GSG, moin, ich bin hier gerade reingekommen. Guten Morgen. Wie bist denn hier reingekommen? Jeder ist weil hier Passwort. Public. Ja, in Public oder was? Ja, super. Haben die sich oft gesplittert? Ey Jungs, wir holen den Hammett, der Typ, der will uns nur ein bisschen ablenken. Wo ist der Hammett? Was ich sagen wollte ist, dass da irgend so was gibt mit von 12 bis um 6 Uhr wird keiner überfallen. Gut, hey, das gibt's nicht. Nee, ist keine Regel. Jungs, wo ist der Hammett? Wurde angeklärt von Spooky. Spooky, ja, und? Spooky und. Ich wechsle mal den Channel, weil das macht hier keinen Sinn. Ja, du Jungs, musst jetzt sagen, wo ist es? Wo ist der Hamilton, Alter? Wir haben doch einen Radar oben. Irgendwie da vorne. Und den anderen, bevor der Tempest hier? Ich hab eigentlich auch noch einen Co-Piloten! Ja! Ich hab aber gerade nicht gesehen, weil ich auch auf dem Desktop war. Warum? Super. Warum bist du mit deiner Aktivität? Haben wir jetzt alle verloren? Ja.
sauber. Hatten wir nicht ein Dingens in der Luft? Ja, wir haben einen Cayman. Wir haben einen in der Luft, ja. Ich habe einen Moment nicht hingeguckt und mein Co-Pilot hat auch nicht mehr hingeguckt. Guck mal, damit ein Cayman ein Fahrzeug verliert. Der Winkel ist abgeschlossen, ja. Das ist nicht uns mit dem Cayman ein Fahrzeug. Ja, vor allem, jetzt fahren wir zum ATM. Wahrscheinlich steht er da daneben. Ja, ja. Hört Eizeit. Hat er schon? Ja, bestimmt. Der, ist der kommt ja vom ATM. Ja, wir nehmen den jetzt trotzdem hoch. Und jetzt. Wo ist denn der Nächste? Der mit dem Hammond ist ja... Cayman, dann bitte mal dranbleiben an dem hier. An wem hier? Hier, ja, dem Hammond vor uns. Der andere ist hundertprozentig... Ja, das Problem ist, ich fliege, ich hab ein Co-Pilot. Ach, da seid ihr. Ich muss jetzt mal noch gucken, wo ihr seid. Die Stadt rein. Neo, hab euch. Schauen. Hab euch. Ja, wir haben geschossen. Wer schießt? Hummingbird. Stell dich vorne, stell dich vorne quer, dann hol ich eine Runde. Andere Seite, dreh um. Also dreh die anders, dass der Hummingbird. Vorne auch links, dann muss er drehen, der Hummingbird. Vorne auch links. Wenn er bremst und fahr nach links, dann muss er drehen. Der hat nur auf der rechten Seite einsitzen. Aussteigen. Ja, bleib stehen, bleib eigentlich mal stehen. Weiter verfolgen. Ja, wir fliegen den hinterher. Beide jetzt alle einzeln, falls er jetzt nicht mehr schießt. Könnt ihr euch weiter schießen, schießt weiter. Ist egal, wenn der Kevin was abkriegt, da passiert nichts. Der ist hinter uns. Wir verfolgen den Tempest, wenn der Scheiße macht, Enzo, wir steigen aus und stellen ihn ab. Ja, der Hummingbird. Hau dann hier ab! Ich muss weiter nach vorn zielen, Enzo. Noch ein Stück. Liegt der im Boden? Der nee. Ist jetzt auf der großen Straße am Airfield, auf der Straße. An der Kartbahn. Kann sein, dass er jetzt gleich. Ah, da kommt der nächste Tempest. Ja. Treffen sich. Leck's mir, ey. Der hat einen drauf sitzen drin. Alter, zwei Tempest, also ein Hammond, ein Tempest, einer sitzt hinten drauf. Ja. Fahren weiter die Hauptstraße lang hoch. Ich war noch in der Tierra und fahr mit einem SUV runter. Ja, eine Waffe haben, ich seh's noch nicht schlecht. Was, eine Waffe? Wozu? Nee, der hat kann eine Waffe haben, ich seh's aber schlecht. Ach so, ja, du hättest eigentlich als Schütze reingehen müssen. Wollen wir kurz tauschen? Willst du als Schütze rein? Ja, können wir ihn machen schnell. Egal. Die ganzen Tempests, ja, die fahren hier alle. Die versammeln noch sich um. Wieder. Die fahren hier alle noch um. Ja, die werden alle eingezählt haben. Nee, der eine noch nicht. Obwohl, es wird wieder geschossen? Ja, der Dings ist auf uns. Nach links oder so müsst ihr, ne? Leute, die könnten euch eine Falle stellen. Die könnten euch auf der Langstraße, auf der Hauptstraße eine Falle stellen. Aber ich verfolge immer noch den einen, war. Den einen verfolge ich immer noch. Du hast jetzt genau so gedreht, wie er schießen kann, ne? Ja, der ist so weit oben und im Fliegen, der trifft ja, der hat nicht getroffen. Der hat jetzt Richtung Atira. Der Hammond. Fertig. Ja. Der Taro mit Box hat, glaube ich, gerade verkauft, der fliegt weg. Den raubt sie gerade aus, aus GSG. Mhm. Ja. Zwei Leute von diesem Atira, einer mit einer Würme und einer schockt auf Kampus. Das ist wieder der zweite hinter dem. Mhm. Hummingbird verfolgt uns wieder. Boah, den darf ich so gern runterballern. Sind jetzt in Höhe Kravia? Höhe Kravia? Stehen bleiben funktioniert. Ja, jetzt müssen wir nicht mehr stehen bleiben. Nee, weil vielleicht sollte ja, ihr auch Objekte halt sagen, suchen, genau ob das funktioniert. Stehen. Ja, das war jetzt, der ist jetzt. Jetzt dreht er wieder, glaube ich. Hummingbird vor uns? Ja, aber hier musst du nicht aussteigen, weil hier campen sie ja noch ein, zwei Leute. Ja, der Hummingbird ist vor uns. Die fliehen Richtung Nein. Atira, wa? Hummingbird. Ja, drehen wieder. Drehen in unsere Richtung. Schießen auf uns. Bringt eh nichts. Ja, bringt ja auch nichts. Leute, das ist so gerne, ja. Wie der Hummingbird runterfährt. Fahrt nicht nach Atira fahren. Die haben euch eine Falle gestellt. Hier sind überall Schützen, die haben gerade auf mich geschossen, aber lach ich natürlich. Bringt ja nichts. Fahrt nicht nach Atira, die haben auf der Hauptstraße jeweils links und rechts einen Schützen. In den Häusern haben die einen Schützen, aber ich verfolge immer noch den Hammond. Einer ist hier aber bei mir. Leute, brecht die Sache ab, fahrt weg. Abbrechen. Es macht keinen Sinn, ihr verliert sonst alles, Mann, das macht echt keinen Sinn. So, ich breche jetzt den Sichtkontakt ab, denn das heißt, es ist eine neue RP-Situation. Und nee, ich hab auf die geschossen, das ist keine neue. Na doch, sobald du den Sichtkontakt verloren hast, ja.
Macht keinen Sinn, glaub mir, fahrt nicht nach Hatira rein. Bringt auch nichts. Versucht er mich wirklich zu beschießen? Ja, ja. Jo, in dem Fall Abbruch. Ja. 7 Leute von GSG. Nicht schlecht. Ah, ja.